An einem rauen Frühjahrstag fuhren wir von Narvik ab, um auf den Lofoteninseln zu zelten und die dort heimische Vogelwelt zu beobachten. Die fischreichen Gründe der Lofoten sind die naturgegebenen Siedlungs- und Brutplätze großer Vogelkolonien. Die letzte Siedlung bleibt zurück. Unser Ziel ist Vedø, ein weit vorgelagertes, unbewohntes Eiland. Gleich hinter dem Geröllstrand steigen schroffe Felsen auf. Dort müssen wir mit unseren schweren Kisten und Packsäcken hinauf. Wenn man über Wochen und Monate im Zelt leben will, bei Temperaturen, die oft unter dem Gefrierpunkt liegen, zieht man sich zum Schlafen nicht aus, sondern an. Beim ersten Möwenschrei machen wir uns auf, um die Vögel zu beobachten. Viele Nester mit ihren Eiern untersuchen wir fortlaufend, um die Lebensgewohnheiten der Tiere kennenzulernen. Das sind Seepapageien, ebenso drollige wie misstrauische Vögel. Für ihre Brut graben sie tiefe Löcher in den Berg. Es heißt vorsichtig sein, denn man weiß nie, ob der Papagei über seinem Ei nicht Wache hält. Das Ei wird gewogen.
Wir wollen aber auch wissen, wie schwer der dazugehörige Vogel ist. Missbilligend beobachtet er unsere Vorbereitungen. Dann aber ist er uns doch ins Garn gegangen. Er ist verstimmt. Vorsichtig wird er gefesselt. Er selbst wiegt nur 6-mal so viel wie sein Ei. Lange Wochen sind wir jetzt schon auf der Insel. Außer Kartoffeln und Brot ist unser Proviant bis auf ein winziges Restchen zusammengeschmolzen. Wir machen uns deshalb auf den Weg, um einen Eiervorrat zu sammeln, der uns über die letzten Wochen unseres Aufenthaltes hinweg hilft. Inzwischen ist es Mittsommer geworden und jetzt können wir auch die junge Brut näher anschauen. Mit dem Abschluss der Brutzeit ist dann unsere Robinsonade zu Ende.